How did the subject of today's show manage to take down a whole gang of armed bikers and resume his trip to Fort Centone? No one knows for sure, Dr. McBride. And yet, why didn't the foreman tell the police that his life was in danger? I believe the foreman wasn't just afraid of Darius's knife. He was also afraid of what he might say. What do you mean? Until now, I thought Darius had made things up. He used to tell me that, under the direction of Mr. Ramirez, Apion illegally manufactures and distributes a drug called Rhino. It's supposed to be more potent than almost any other narcotic known to science. That's unbelievable! Darius is convinced that Rhino causes an extremely intense euphoria, as well as a physical addiction that is almost impossible to overcome. Our guest is claiming that the pharmaceutical giant Apion is allegedly one of the largest underground narcotics manufacturers in the country. Is this true, Dr. McBride? You said it, not me. You have no idea what kind of man he is, or how many lives he's ruined, including mine. It's enough. I need to meet with him. Episode 6. Die Fabrik. Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und es geht weiter mit Party Hard 2. Ich bin gespannt, was da jetzt so kommt in der Fabrik. Ich hoffe, wir können mit dem Gabelstapler fahren. Ja, und da steht er schon. Und hier liegt gleich auch was. Eine Flasche, oder? Molly. Oh, scheiße, die Sicherheitstypen, die mag ich ja gar nicht. Vielleicht können wir die überfahren. Und einen neuen Sound haben wir auch, cool. So, töte alle. 57, Büroschlüsselkarte, kein Alarm. Combo, 10. Wasser. Hier ist kein, was ist das? Kann ich ihn da irgendwie reinpacken, oder? Da was mit dem Gabelstapler machen. Geh mal weg da. Wir machen erstmal Gabelstapler Klaus. Wenn sich jemand vor mir stellt, ist er selber schuld. Ich würde sagen, wir fallen erstmal nicht auf. Ah, da kommen wir auch nicht weiter. Sicherheitsmänner. Alles automatisch. Kiste mit Dingen. Nur noch hier einfach hier so. Na. Gabelstapler fahren ist nicht leicht. Ey, bleib stehen! Kriegst eine Lieferung! Entschuldigung. Ich fahr mich hier. Scheiße, das geht schon. Boah, jetzt habe ich dieses Ding verkantet oder was? Na, ich versuche den nochmal hochzuheben. Ich finde, für einen Gabelstapler ist der echt lahm. Ja. Der liegt, den ich überfahren will, der ist erstmal schuldig. So. Ich glaube, wir holen uns da den Security-Mann, ne? Oh! Okay, den Security-Mann kann man damit nicht töten. Versuch was wert. So, Schluck Kaffee genommen. Jetzt geht's los. Party-Time! Dam, dam, dam. Molly nehmen. Oh. Auf der 2. Typ mag ich nicht. Na, sterben tut er auch nicht. Das Tolle ist mit dem Gabelstapler. Kann man machen, was man will.
und wird irgendwie nicht gefasst. Ich möchte gerne jetzt einen versuchen, dass er das abkriegt, verdammt. Kommt mal einer, bitte. Oh ja, da ist einer. Ich glaube, den habe ich überfahren. War da noch was in der Ecke? Gut, das andere Gerät stört uns ja quasi gar nicht. Ah, und wir müssen aufpassen, da sind Scheiben. Die Musik quasi nehmen, um reinzukommen. Ruf eine Stripperin an. Jetzt Stripperin anrufen. Nö, ich trinke erstmal einen Kaffee. Ja, stimmt. Sonst trinke ich ja mal Kaffee, aber heute mal einen Cappuccino. Da kann ich wirklich anrufen. Nö. Achso, da habe ich doch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet da oben. Die laufen da ja alle hin. Zwei. War wahrscheinlich schon zu spät. Ne? Scheiße, ich hab nichts. Fuck. Alarm ist ausgelöst. Ist die Falle noch aktiv? Dann müssten sie ja sterben. Nee. Schon deaktiviert. Weg. Hey, da boxt die einfach um. Ist ja frech. Oh, oh. Jetzt gehen sie wieder zurück auf ihre Posten. Nicht leicht, glaube ich. Oh. Ich weiß noch nicht, wie wir hier vorgehen sollen. Hätten wir eine... wir hätten eine Molly, ne? Wasser. Wir hätten mit dem Molly ja reinfahren, schmeißen können. Was ich auch mal gleich testen werde, ist, ob ich da ja einen überfahren kann. Sicherheitsmann. War's doch nicht. Was? Schmeiß weg den Scheiß, braucht keiner. Kein Alarm ist schon Mist. Testen wir mal. Er oder ich, er oder ich, er oder ich. Ja, der holt mich einfach raus. Scheiße. Das hat er dann wahrscheinlich vorhin auch gemacht. Ja, so viel dazu. Party macht ja gerade keinen Spaß. Ich fand das
bei den letzten drei Leveln, ne? Ich glaube, das Krankenhaus hat sich noch schwer und das andere da auch noch. Dann hatten wir ja diese komische Lava-Party. Die war eigentlich recht einfach, fand ich. Und die finde ich irgendwie ein bisschen schwer. Gerade. Also es ist einfach nur wegen diesen vielen Sicherheitsleuten. Da kann man jetzt nicht wahllos rumlaufen und töten. Geht bestimmt auch. Dafür müsste man aber die ganz genauen Abläufe kennen der Leute. Und ja, um jetzt da die ganzen Abläufe anzugucken, habe ich jetzt auch keine Lust. Boah, es geht da gerade weg. Ausgebrochener Bär. Der hier nicht mehr ein Problem, ich bin weg. Aber wir suchen jetzt erstmal. Geld brauche ich nicht. Ach, hab mich gesehen. Oh, das gibt's nicht. Das ist Party Schweinehart, glaube ich, gerade. Mann. Wir müssen irgendwie was anderes finden als diesen scheiß Molly, ey. Design mitgenommen. Damals Alarm ausgelöst, ist mir Wumpe, einer schon hin. Oh ja, sicher! Die wissen gleich, dass ich das bin. Ach, Scheißdreck. Jetzt hat man da vorne eine Kiste drin. Ja, komm, warte. Das ist fies. Da reicht mein Kapo gar nicht mehr. Gut, einen können wir da erledigen, aber es sind da 3-4. Also wir müssen sie mit das Tripperen ablenken. Wenn wir dann einen Molly reinwerfen oder so, sind wir unsere Sorgen los. Das ist das einzige Problem, glaube ich. Der Rest ist eigentlich alles. Denke ich mal, das sollte dann klappen. Geht der immer noch? Punker, wir verraten uns. Und schon haben wir Alarm ausgelöst. Gott sei Dank schläft da noch einer. Vielleicht wird der dafür strafbar gemacht. So, jetzt schnell mal da runter. Ah, ich habe das Wasser vergessen. Beruhigungstabletten. Jetzt kann ich ja nicht einfach raus. Boah, jetzt hat er mich gesehen. Der Typ hat auch keine Ausdauer. Alter Schwede, ist das hart. Das nervt. Diesmal vergesse ich jetzt diesen Wasserbehälter nicht.
Wir müssen irgendwie die versuchen, in die Falle zu locken. Das Töten an sich können wir ja später immer noch machen. Das ist nicht so wichtig. Schon Alarm. Ich weiß nicht mit Absicht. Also im Gabelstapler erkennt er mich ja eigentlich nicht, oder? Vielleicht nicht auf der Entfernung, aber ist egal. Jetzt haben wir da keine Kiste. So, jetzt haben wir die Stripperin gerufen. Bleibt die nur. Da ist sie. Zieh mal blank. Mach mal Pixel. Schöne Pixel. Der Strom leitet ja gar nicht. Oh, jetzt leitet er ja. Oh, die kommen da immer noch durch. Oh. Ganz schlecht. Ich hätte wir haben halt diesen Kanister da liegen lassen. Gehen wir mal schnell weiter, bevor er wiederkommt. This is almost the work of a maniac. Den Ghetto Blaster mal nehmen. Können wir ihn mal hier hinpacken? Der ist nicht hoch? Okay. Episch! Epischer Kill! Ach Mann, Heinrich, ey. Ich bin gerade so mit der Gegend gerade. Ich bin leicht gerade gegengekommen. Okay, wie gesagt. Wir kriegen das so hin, nachdem wir 20 Minuten jetzt hier gefühlt, ich weiß nicht, ob es wirklich 20 Minuten sind, aber gefühlt 15 Anläufe hatte ich schon hier. Jetzt wissen wir ja Bescheid, was wir machen müssen. Das haben wir uns ja schnell gedacht, weil es ja auch angezeigt wird hier, ne? Dass das halt. Jetzt gehen wir da durch. Aus. Schön breit. Ich glaube, ich fühle gleich nochmal nach. Schnell mit Wasser füllen. Junge, Öl mit Wasser, gib Gas. Das muss doch schneller gehen. Der kommt doch gleich. Ah, der ist schon da. Reicht. Schnell, schnell, schnell. Sind ja alle hier. Jetzt Tripperin. Oh, das ist ein Behälter. Irgendwie eine Bombe. Okay. Müssen wir es nur so timen, dass er gerade wegguckt. Oder so. Mit dem füllen wir sich halt auch nochmal mit Wasser. Da zappeln schon mal ein paar. Der auch. Wunderbar. Jetzt haben wir schon mal ein paar davon eliminiert.
Jetzt sollte es kein Problem mehr sein. Und die Dame tanzt noch weiter, das sehe ich ja jetzt erst. Und ein Arzt gekillt, super. Und die tanzt immer noch. Ja. Danke für die Stripperin, also die war echt gut. Ohne die Stripperin hätten wir es jetzt nicht geschafft. Privatbesitz, kein Zutritt, nur für Mitarbeiter. Elektroschocker. Wer hat diesen Lambo dahingestellt? Oder was immer sein soll. Jetzt können wir mal hier ein bisschen lang gehen, aber da ist auch nichts. Alarm haben wir ja schon ausgelöst. Nebenbei kommen ja ein paar Leute killen, so ist es ja nicht. Verdächtiges Gerät. Lassen wir das mal fallen. Wir nehmen das verdächtige Gerät. Aus wie Sprengstoff, oder? Oh, da ist jemand vorbeigelaufen. Verdammt. Wir haben Party People und wir haben ein verdächtiges Gerät. Und wir haben Polizei. Was machen wir mit diesem verdächtigen Gerät? Guck mal, ob da was passiert. Oder kommen die Fläche? Passiert ja gar nichts. Weggeworfen und nichts passiert. Ihr müsst schon tanzen hier. Ja, einen haben wir mal angelockt. Noch einen, aber es wird irgendwie nicht mehr. Schau, das verdächtige Gerät ist weg. Eine Kiste überfallen lassen können. Hier haben wir das Fusel. Das eine Regal und die Kiste können wir umkippen. Da haben wir Benzin. Wieder eine Wasserfalle, eine Kiste. TNT. Und Security. Auf der anderen Seite, oder? Nee, doch nicht. Was ist draußen? Guck mal, dich aber seit. Wie lange an der Säure vorbei? Wir haben hier Säure. Ich würde den normalen Fusel fallen lassen. Glaubt kein Wort von dem, was Anthony Adams im Fernsehen sagt. Lisa, okay. Gut, dann können wir den Fusel doch nehmen. Oh, 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 oh. Jetzt merke ich was davon. Von der Säure.
Ich weiß noch nicht, was es mit diesen TNT-Sachen auf sich hat. Aber wo kriegen wir... Oh, da ist Security. Wenn es versuchen, uns mit der Security mit der Kiste zu erschlagen, wenn er nochmal hierher geht. Weil nur tote Security ist gute Security. Da kann man den Ghetto Blaster in die Mitte packen, die beiden Fässer hochjagen und dann haben wir dann ein paar Leute weniger. Oh, jetzt kommst du mal, Alter. Trau mich nicht, dich anzulocken. Haha! Security! Kill! Fallen lassen, Fusel kann man noch gebrauchen. Wir brauchen Mr. Ghetto Blaster. Aber erstmal, guck mal her. Du musst hier zwischen den Party People! Ghetto Blaster nehmen. 3. Fallen lassen. Einschalten. Party Time! Ist am Fass, oder? Oh ne, irgendwie nicht. Bock. Bock geht irgendwie nicht. Kann man da noch? Das ist irgendwie so ein Blur, ich sehe nichts. Gleich nur so eine Barriere zu machen. Wenn ich jetzt hier einen Motor kaputt mache. So war das gemeint. Ich dachte explosiv. Scheiße. Gut, war doch irgendwie anders geplant. Ja, Okay, will ich einfach auch gleich mal mit. Mal den Fusel hier wieder nehmen, ne? Und hier kann man den auch gleich töten und entsorgen. Nicht ganz nett. Hat er wurde gesehen, dann braucht man den jetzt auch nicht mehr entsorgen. Achtung.
finde diese Büroschlüsselkarte nicht. Hi, Punk. Hauptsache, kommt jetzt hier keine Sicherheitspersonal mehr. Das Thema nochmal auf die Lager zu packen. Ah, da rechts war noch ein Benzinkanister. Aber wie gesagt, ich habe das Level nicht vorher gespielt, also ihr seht das genauso wie ich und ich finde es schon ein bisschen schwerer. Das Tripperin ist, bin ich auch nur per Zufall drauf gekommen, weil ich mir das Bildchen angeguckt habe, weil ich ihn ganz nett fände. Hätte man nicht drauf geklickt, wäre man vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen. Na gut, gelange an der Säure vorbei, rufe die Tripperin an. Ich weiß nicht, ob das davor stand. Hallo? Du, ich fange gerade an. Kannst du mir sagen, wo die Milchhorn sind? Kannst du mir das mal zeigen? Das ist nett von dir. Zeig mal, wo geht's mit dem Milchhorn? Willst du eine rauchen? Hast du für mich auch noch eine Kippe dabei? Nee? Bist du ein Papa? E-Papa? Na gut. Ah, hier geht's raus. Das wusste ich ja gar nicht. Danke. Können wir noch mal, genau, jetzt haben wir zwei Molly. Was ist denn? Splittergranate. So, dann lasse ich den Molly mal fallen. Ja, die Dixie-Klos sind echt manchmal, wenn ich so auf Konzerten bin oder so, da möchte man echt auch nur da eine Splittergranate reinballern. Das kann ich echt gut nachvollziehen. Oh, der hat sich auch komplett zerlegt. Polizei, müssen wir aufpassen. Haben wir von 57. Wir brauchen immer noch irgendeine Zugangskarte. Hat's nicht. Haben wir schon mal erklärt. Hier ist er auch noch. Oh. Nehmen wir uns einfach mal die Zeit und gehen nochmal runter. Ich muss mal kurz was machen. Verzeihung, ey. Oh. Das kommt davon, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Oh. Jetzt darfst du sterben. So, 42 Leute haben wir. Ghetto Blast ist immer noch heile. Geht mal bei Tier kaputt. Oh, mach ich aber mal. Das sind die ja schon. Oh.
denke ich, war das. Ah, ist viel los hier, ne? Ich muss nur überlegen, wie wir diese Schweine hier loswerden. Oh, wir haben noch alles. Sag mal ganz kurz. Hat doch schön. Gut, einen erwischt, zwei. Entsorgen. Jetzt brauchen wir das Kondömchen nochmal. Warte mal, ich gebe den Typen das mal. Laut er mir auf die Fresse. Okay, dann nehme ich mir das auch wieder. So, wir haben es gleich. Aber ich will die Schlüsselkarte haben, verdammt. Wo ist die Schlüsselkarte? Er hält das Feuer, dann bleibt liegen. Wer hat die Schlüsselkarte? Und wie kriege ich diese TNT-Dinger auf? Fragen über Fragen. Die hintersten Behälter, das habe ich ja gesehen. Schusssichere Weste nehmen, das ist ja der Hammer. Was habe ich jetzt damit? Kann ich da Polizisten aushalten oder was? Ja, und die Kombo haben wir irgendwie nicht gekriegt, aber das ist mir jetzt auch Wurst. Ich bin froh, wenn ich das Level geschafft habe. Aber jetzt, wie man weiß, wie man vorgehen muss, geht das ja. Muss ich nur erstmal wissen, wie man sich reinschmuggelt. Das ist eine kleine Karte. Und wenn man das hat und weiß, kann man ja ganz easy peasy hier dann rumschlagen. Oh shit. Ah, hier ist die Karte nicht. Wo ist diese Scheißkarte? Jetzt sind die Sanitäter dran. Wir gehen erstmal Donut essen. Tja. Jetzt sind zu viele Leute in einem Raum. Aber wir töten mal die ihr markiert. Vielleicht noch, weil die einfach die leichten Opfer sind oder ob das vielleicht diese mit der Schlüsselkarte. Oder vielleicht genau die am Leben gelassen haben, behält das voll. Denn hier auf die Klo. Das ist der andere, da war doch gerade auch noch hier. Ach, da, die rennt dahin. Legt sich erstmal pennen, weil das Leben ja so schwer ist. Ah, der hat die Schlüsselkarte. Dann lassen wir mal die Kondome hier fallen. Ich hätte gerne. Ach, wieder mal weg. Früher sah ich bei der Arbeit nie Drogenvorläufe. Okay. Ah, das ist nicht die Schlüsselkarte, verdammt. Da gucke ich das Bild an. Nee. Gottverdammte Scheiße, ey. In welches Büro bin ich jetzt nicht gelangt? Habe ich das übersehen? Ja, wir schocken jetzt erstmal alle drin. Ah, vielleicht hier? Nee. Scheiße, wir kriegen alle. Gut.
können das anderen die Bullen rufen. Dann lass mal die erstmal leben, wir haben ja alle gekillt. Welches Büro? Da kommen wir hier rechts ins Nachbargebäude, ich glaube nicht. Da ist Benzin, was wir nicht aufheben können. Dann haben wir da die Säuregeschichte. Da hätten wir irgendwas in die Luft jagen können. Dann war da ein Bild, ja toll. Da können wir abhauen. Ich weiß nicht. Gelang ins Büro, ins welche? Was willst du? Ah, ich dachte, wir hätten doch, wir mussten da lang. Okay. Alter, habe ich mich doof angestellt. Echt. Töte den Manager. Ja, ich hätte gerne den Manager getötet. Ach, der war wahrscheinlich unten. Lass doch Drogenpanzer explodieren. Die waren doch kaputt. Finde Sprengstoff. Ja, das habe ich ja auch gefunden. Ja, ich habe doch was. Ich habe doch Sprengstoff gefunden. Das sah doch aus wie Sprengstoff. Nur eine Bombe. Hm. Na gut, 23 Minuten mit diesen 10 Minuten. Ach komm, die Folge geht viel zu lang. Es tut mir leid, dass sie so lang ging. Aber ich fand sie halt nicht leicht. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, schreibt mir doch gerne einen Kommentar oder gebt mir ein Like. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!